Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart, beziehungsweise eben zu Wirbels wilder Wundertüte. Und ja, ich habe eigentlich gar nicht allzu viel zu erzählen diesmal, aber schon ein bisschen was. Und zwar, ja, zuerst einmal ärgere ich mich, dass ich es jetzt zum zweiten Mal aufnehme, und ich hoffe, ich denke jetzt auch an alles, was ich eigentlich sagen wollte. Gerade habe ich noch gesagt, das war nicht allzu viel, huh? Aber was mache ich denn? Egal. Auf jeden Fall, ja, deswegen habe ich es auch mal gespiegelt genommen. Ja, weil auf der normalen Strecke habe ich die 150 schon mit den 3 Sternen. Deswegen probieren wir es einfach mal. Ne? Genau, also lasst uns mal anfangen. Und zwar habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, ich werde nach Finding Paradise jetzt erstmal keinen Nachfolge-Let's Play mehr starten. Und dem ist auch so, das bietet mir tatsächlich aber auch einen weiteren Vorteil. Und zwar, also zum einen sind die einzelnen Aufnahmesessions angenehmer, wenn du halt viel in Folge aufnehmen kannst. Zum anderen, kann man eben natürlich auch auf so ein gewissermaßen noch ein bisschen auf was reagieren, das sich spontan reinschiebt oder so. Und da habe ich tatsächlich auch schon etwas, was ich dann mit euch gemeinsam angehen möchte, was ich dann zwischen die zwei laufenden Let's Plays dann dazwischen schieben kann. Und ja, darauf möchte ich gleich mit euch eingehen. Wenn wir hier mit dieser Tokyo Tempo Tour durch sind, sehr schöne Strecke übrigens, die auch ihre Route geändert hat, je nach Runde. Und zwar fällt mir jetzt gerade sogar, bevor ich jetzt darauf eingehe, was ich mit euch gemeinsam angehen werde, was ich dazwischen schieben werde, noch eine andere Kleinigkeit ein, die ich bei der ursprünglichen Aufnahme noch davor angesprochen habe, meine ich, die ich hier auch nochmal erwähnen möchte. Eines von den beiden laufenden Let's Plays wird ja Vampire Stone 3 bleiben, und da ist ja. Da habe ich ja in der letzten Woche auch bei einem Part, ich glaube, der kam am Sonntag, also noch gar nicht lange her, ist mir beim Kapitel erstellen etwas aufgefallen, wo ich dachte, okay, da musste es aber irgendwie, da habe ich einen Pinned-Kommentar drunter gemacht, weil so viel Fairness muss sein, da musste ich eigene Dummheit eingestehen. Was heißt Dummheit? Mir ist es lediglich nicht aufgefallen. Also, ja, habe ich da einen entsprechenden Pinned-Kommentar drunter gemacht. Ich habe doch, ja klar, und jetzt lässt es los, okay. Und zwar habe ich mich da so ein bisschen geärgert, dass ich nachdem man einen Raum durchsuchen sollte nach Hinweisen, och nö, dass ich da so ein bisschen, oh, schön, danke für den Blitz, der hat alles gedodged, sehr schön. Dass ich da auf der Suche nach der Suche auf Hinweisen vor dem Höhlenausgang wieder rausgelassen wurde, und ich hätte tatsächlich erkennen können, dass diese Truhe höchstwahrscheinlich die Story-Truhe ist, weil sie anders aussah als die anderen beiden. Ich war allerdings halt so im Erkundungsflow, hab da nicht drauf geachtet, hab's übersehen. Deswegen, ja, musste ich das an der Stelle nochmal erwähnt haben in Form von einem Pinned-Kommentar. Man hätte es allerdings tatsächlich auch besser umsetzen können. Dabei bleibt es allerdings, aber die eigene Doofheit muss ich trotzdem eingestehen. Man hätte es erahnen können, sagen wir es so. Ja, aber jetzt zurück zum ursprünglichen Thema, was ich hier erst nennen wollte. Und zwar, was ich mit euch gemeinsam dann einstreuen möchte in die zwei laufenden Let's Plays, wenn es dann soweit ist. Und es bleibt dabei, wie auch bei der vorigen Aufnahme, ich habe die ganzen genauen Werte nicht im Kopf. Und zwar hat sich ArenaNet nach Jahren, endlich mal dazu entschlossen, Staffel 1 der lebendigen Welt von Guild Wars 2 wieder spielbar zu machen, wieder verfügbar zu machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das will ich unbedingt mit euch gemeinsam dann angehen.
Ihr müsst wissen, ich habe nämlich zwar durchaus damals Guild Wars 1 gespielt, aber auch schon zu Zeiten, wo nicht mehr so viel los war auf den Servern. Zumindest an bestimmten Gebieten und wo es dann schwierig wurde, diese Missionen abzuschließen, weil mit den NPCs, die du mitnehmen konntest, war das schlichtweg nicht möglich, zumindest bei der Hauptkampagne. Später gab es ja noch die Helden bei Guild Wars 1, die konntest du dann noch ein bisschen genauer steuern, diese NPCs. Konntest denen sogar ein Ziel setzen, leider muss man das aber allerdings jedes Mal klicken und in der Hauptkampagne gibt es die Helden. Also ja, aber ich habe mir überlegt, ich werde mal meinen Nightfall-Charakter mal ein bisschen durch Tyria begeben, durch Zentral-Tyria, sag ich mal, hier rund um den Löwenstein und Co. und mal schauen, vielleicht, wenn ich ihn zu der Mission bringe, wo ich gerade im Let's Play, ja, wo ich das Let's Play pausiert habe und das damit gut machbar ist, vielleicht wird das irgendwann dann ein Revival erfahren, aber da lasse ich mir Zeit. Da lasse ich mir Zeit, Leute. Also, rechnet nicht damit, dass das in absehbarer Zeit kommt. Es kann auch sein, dass es überhaupt nicht kommt, aber ich möchte es auf jeden Fall mal versuchen, weil ich Guild Wars 1 auch irgendwann mal spielen möchte. Nee, aber ich freue mich sehr darüber, weil ich konnte Staffel 1 von der lebendigen Welt bei Guild Wars 2 damals nicht mitspielen. Ich habe, auch wenn ich Guild Wars 1 gespielt habe, um den Faden zurückzuführen, Guild Wars 2 nicht direkt angefangen, als es rauskam. Ich habe es ein paar Jahre später angefangen und die Staffel 1 der lebendigen Welt, die gab es nur im Sinne von Events auf der normalen Weltkarte war die damals spielbar und wenn du die verpasst hattest, konntest du sie nicht nachholen und jetzt soll sie wieder spielbar werden, so wie die anderen Staffeln auch. Da freue ich mich sehr drauf und da werde ich euch auf jeden Fall zu mitnehmen. Dies hier übrigens auch eine Mario Kart Tourstrecke, auch wenn es nicht dran steht. Warum auch immer, keine Ahnung, weiß nur Nintendo, ob da geschlampt wurde oder ob sie das als neue Strecke verkaufen wollen. Wer weiß das schon? Ja, auf jeden Fall, genau, also Guild Wars 2, lebendige Welt, Staffel 1, auch eine sehr verzwickte Strecke, verzweigte Strecke, das wollte ich sagen, nicht verzwickt. Bei Guild Wars 2, Staffel 1, da, was war da nochmal, genau, da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, aber anders als die bisherigen Guild Wars 2 Let's Plays, kommt dieser Content ja nach und nach. Also da kommt in, keine Ahnung, ein, zwei Monaten oder so, kommt das erste Kapitel von Staffel 1 jederzeit spielbarer Form zurück. Und in, keine Ahnung, zwei Monatsrhythmen oder so, oder ein, zwei Monatsrhythmen, ich habe keine Ahnung über die genauen Zeitpläne, kommt dann das nächste Kapitel und so weiter und so fort. Und es sollen insgesamt wohl 5 Kapitel werden. Und ich gehe mal runter, damit ihr das auch seht. Man kann hier nämlich hier unten mit einem Pilz hier rechts durch und dann ne, durch diese Pflanzen hier durch, aber den habe ich jetzt natürlich nicht. Auf jeden Fall, dementsprechend, da das alles nach und nach kommt und nicht fertig ist wie bei den bisherigen Let's Plays, werde ich das wahrscheinlich so handhaben, dass ich das dann zwar live mit euch spiele und auch wie gehabt dann eine entsprechende Staffel 1 Playlist erstellen werde, so wie es auch bei der persönlichen Story und Staffel 2 und so weiter und so fort gemacht habe. Aber ich werde die Parts von Staffel 1 nicht direkt in die Gesamtplaylist von der Guild Wars 2 Story reinschmeißen, sondern erst wenn Staffel 1 dann fertig abgeschlossen ist. Aus dem Hintergrund, dass ich ja bei Staffel 2 drauf eingegangen bin, hier, Staffel 1, das können wir leider nicht nachspielen und so weiter und so fort. Und klar, ich werde zwar anfangs von Staffel 1 dann drauf eingehen, dass sich das geändert hat und ich da später Gegenteiliges behaupten werde, aber ich
glaube, das ist einfach schöner, wenn man das dann als gesamtstimmiges Bild auf einmal drin haben wird. Das ist so mein Gedankengang dabei. Davor, wie gesagt, ich freue mich da sehr drauf. Und ja, dann geht's ab mit Guild Wars 2. Und da wir ja jetzt nicht mehr Heart of Thorns, da sind wir ja jetzt durch mit, heißt, wir können auch gut einen anderen Charakter mal nehmen, der kein Silvari ist. Beim Rest ist es nicht mehr so interessant, eine spezielle Rasse zu haben. Also da können wir uns auch mal ein bisschen austoben in Zukunft. Ja, Mensch, aber das sah doch jetzt gut aus. Und ja, wir schauen uns noch die Siegerehrung an. Und da ballert er mich ab. Mensch, Toad. Natürlich müssen sie zeigen, wie ich volle Kanne gegen den Laster knallt bin. Ja, was soll denn dies jetzt? Naja, gut. Gut. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem DLC bislang. Ich bleib dabei. Klar, viele hätten sich Mario Kart 9 gewünscht, aber Mario Kart ist Mario Kart. Was wollen sie in Mario Kart 9 groß ändern? Also, ob es jetzt ein Mario Kart 9 ist oder ein Mario Kart 8 Strecken DLC, schenkt sich doch nicht viel. Gut, aber ich würde sagen, dann soll es für dieses Video auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. An diesem Video. Aber wenn ihr einen Part von einem Let's Play gucken wollt, tut euch keinen Zwang an, würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann auch immer ihr das seht. Und ja, macht's noch gut. Ciao, ciao.